Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Teil von Leisure Suit Larry. Ich habe schon mal ein Taxi gerufen. Yo, Taxi! Das ist auch schon. Wir müssen zurück zum, na? Zum Casino natürlich. Oder zum Hotel, ist ja beides das gleiche. Ist ja ein Casino-Hotel. Oder ein Hotel-Casino. Das kann man nennen, wie man möchte. Und wir riechen natürlich immer noch wie ein benutzter Feuerhydrant. Aber wir wurden ja auch erst, glaube ich, 10-mal angepisst von diesem komischen Köter. Aber das muss den Taxifahrer ja nicht scheren. Das Taxi sieht auch nicht sehr viel besser aus. So, und jetzt müssen wir hoch in die 8. Etage. Und nein, ich werde jetzt nicht 8 Etagen lang pfeifen. Sollen wir nochmal in die Kabarettshow? Nein. Wir können uns natürlich noch die restlichen Witze anhören, aber nein, 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 nein. Das lassen wir mal. Dann fahren wir mal hoch in die 8. Etage. Denn in der 8. Etage ist der Eingang zum Penthouse. Wir können natürlich nochmal in der Honeymoon Suite nachgucken. Vielleicht ist vorhin ja zurückgekommen, was ich ein bisschen bezweifle. Ich nehme nochmal einen Schluck Wasser. So. Und tada! Da wären wir. Die goldene Tür, das goldene Tor. Es führt meistens zum Ziel. Local Lift. It doesn't look interesting. Na gut, dann schauen wir uns vielleicht mal die junge Dame an, die hier sitzt. Look, girl. Wow. Flirt. Ask name. Faith, she replies. Ungewöhnlicher Name. Ask girl. Yeah, baby, I think I love you. Ich denke, ich liebe dich. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen, Sir? Antwortet sie in einem freundlichen, aber business-like Ton. Wir müssen sie weiter ausfragen. My name is Larry. Larry Leffer. Sagen Sie, Larry. Sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Ist das eine Rolle Münzen in Ihrer Hosentasche oder freuen Sie sich nur, mich zu sehen? Der Witz ist, glaube ich, so alt, oder? Hey, Sweetheart. What's your sign? What's your sign? Wie kann man das übersetzen? Weiß ich nicht. You ask her. Exit, she replies. Try using it. Oh, ich glaube, Larry ist wirklich charmant wie ein Gartenschlauch. Der blitzt bei jeder Frau ab. So, dann geben wir der mal die Pillen. Ja, müssen wir nochmal mit ihr reden. Noch will sie die nicht. What's your beautiful name? You ask. Faith, she replies. Ja, das hatten wir schon. Will sie jetzt die Pillen? You might need it. Dann müssen wir weiter mit ihr reden. I'm only in town for one night, you try again. How about we get together when you get off duty? Ich bin nur für eine Nacht in der Stadt. Sollen wir was unternehmen, wenn du Feierabend hast? Oh, ich könnte meinen Boyfriend, meinen Freund, könnte ich niemals untreu sein. Ich glaube, bei der landet man nicht. Dann geben wir doch mal lieber die Pillen. Your mouth tastes like a drippings from Marathon Runner's Sock. Müssen wir wieder unser Spray benutzen. Spray Use, ja. Vielleicht besser Use Spray anstatt Spray Use. Psst, psst. Ah, it's about time. So, wenn sie jetzt die Pillen haben. Okay, dann reden wir nochmal mit ihr. Die ist hartnäckig. Okay, give pills to her. Oh, natürlich, das hätte wahrscheinlich auch schon vorher geklappt. Sie nimmt die Pillen, guckt drauf und sieht Spanish Fly, was auch immer Spanish Fly ist. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich irgendein Stimulantien. Oh Mann, Dankeschön. Sie haut sich die ganze Flasche rein. Ihr Atem wird schneller und schneller und schneller. Sie wird nervös. Oh, wird sie jetzt vielleicht sogar heiß auf Larry? Oh, sie guckt Larry an und Larry, sieht's aus, als würdest du heute Nacht Glück haben. Bis dann, sagt Faith. Ich muss meinen Freund finden, solange wie dieses Zeug, dieser Rausch anhält. Hey, bleib hier, mach's doch mit Larry. Ja, sieht so aus, als wäre Faith ihr echter Name. Sie dreht den Schlüssel in der Tür um und verschwindet runter die Angestellten-Treppen runter. Ja, das war's wohl. Aber das macht gar nichts, denn so kommen wir ins Apartment. Denn an ihrem Pult, hier an diesem Schreibtisch, da finden wir einen Knopf. Push button. The penthouse elevator doors glide open.
Ding. Ja, wunderbar. Dann benutzen wir den nochmal. Oh, oh. Where are we going now, Larry? Ja, ins Penthouse natürlich. Das sieht aber schön aus. Look. This is the living room. Das ist das Wohnzimmer des Penthouse des Hotels. Und die haben hier wirklich nur das teuerste Zeug eingebaut. Und von irgendwoher hören wir etwas sprudeln. Na, was das wohl sein kann? Gehen wir erstmal ins Schlafzimmer. Oh. Look. Bedroom. Ja, das ist sehr luxuriös. Dieses Schlafzimmer. Was gibt's denn hier in der Abstellkammer? Sex in der Abstellkammer vielleicht, wer weiß. Und? Look, you found a closet full of uninteresting stuff plus an inflatable doll. Eine aufblasbare Puppe. Use doll. Don't have it. Take doll. Get her. Naja, ich meine, wenn wir schon so kein Glück haben bei den Frauen, dann ist es doch immer gut. Können wir uns die angucken, die Puppe? Your mind reels with the possibilities. Naja, erstmal aufblasen, die gute Dame. use doll? Wie viel Spaß kann man mit einer unaufgeblasenen Puppe haben? Na, da hat er auch wieder recht. Vielleicht blow up doll? You huff and you puff and blowing your doll up, holding you out your arm's length, you pause and admire your handiwork. Haben wir die jetzt aufgeblasen? irgendwie hast du mehr erwartet. Naja, komm, Larry. Ich denke, für einen Larry Leffer ist das schon ein großer Erfolg. Ja, use doll. Jeez, Larry. Do we have to? Ja, haben wir. Use doll. Alright. Du hast danach gefragt. Also fangen wir an. Selecting your own personal favorite from the three available openings. Oh, okay, ja, drei Öffnungen, alles klar. You shyly try out the doll. This has to be the kindest thing you've done for a long time, Larry. Naja, ist eine Gummipuppe, was soll's. You gradually increase your tempo as you lose your inhibitions. Faster and faster you go, until suddenly there's a loud, flatulent sound. Natürlich, Larry hat's mal wieder übertrieben. Die gute Doll, die knallt auseinander. Und fliegt weg. Got her, Larry! Got her! Das läuft jetzt auch automatisch ab, da muss ich jetzt nichts tun. Oh nein! Schade! Oh nein! Da ist sie weg. So long, baby, you shout. Tja, Larry, wieder kein Glück gehabt. Oder vielleicht doch. Hallo, wer ist das denn? Ja, der leichte Mondschein fällt auf diesen Garten mit dem Spa in der Corner. Wir haben den Grund für das gurgelnden Ton gefunden. In Whirlpool, da sitzt die schönste Frau, die du jemals gesehen hast. Neben ihr liegt ein Handtuch und ihr Badeanzug. Und du kannst es gar nicht glauben, dass sie sich nicht daran stört, dass du hier bist. Okay. Hey, Liebling. Wieso kommst du nicht hier ins Wasser? Und wir können uns wirklich kennenlernen. Okay. So. Und jetzt? Wasting no time, you hop into the water. Oh, does it feel good. The warm water swirls about you, the bubbles stimulating you nearly as much as a beautiful woman across from you. Das Wasser stimuliert ihn genauso wie die wunderbare Frau gegenüber. Und Larry wird ganz relaxed. Oh, hallo. Die sieht aber gut aus. Who loves your baby? She says nothing, but that smile tells you a lot. Dieses Smile sagt viel. Ask girl, sagt die sonst noch irgendwas? Have you ever tried it underwater? Hast du es jemals unter Wasser ausprobiert? She doesn't say. Ask girl. What's your name? She says nothing, but that smile tells you a lot. Na gut, dann geben wir ihr vielleicht auch mal den Apfel. Eve.
So ist ihr Name natürlich Eva, der Apfel, klar. Nimmt den Apfel und den süßen, unschuldig aussehenden und beißt in den Apfel mit ihrem süßen, unschuldig aussehenden Mund. Sie nimmt einen kleinen Bissen raus, während sie ein sexy Smile zeigt. Und sie isst den Apfel ganz relaxed weiter, während sie dort im Wasser sitzt. Okay, dann ess mal schön auf. Belohn mich mal für den Apfel. Sie bewegt ihre Zunge über den Apfel. Kleine Tropfen vom Apfelsaft glitzern auf ihren Lippen. Okay. Larry, du bist so nah dran, Mensch. Ah, sie macht dich wirklich an. Du hast bisher keine Idee gehabt, wie sexy Früchte doch sein können, wie sexy Obst sein kann. Und, geht's da weiter? Nachdem sie den Apfel aufgegessen hat, gleitet Eve ganz langsam aus der heißen Wanne heraus. Ihr dampfender, nackter Körper glitzert im Mondlicht. Nur ganz spärlich bedeckt sie mit dem Handtuch ihren Körper. Sie lächelt dich an und zeigt dir an, dass du ihr folgen sollst. Ja, Larry, ich glaube, diesmal hast du richtig, richtig Schwein gehabt. You can take a hint. Let's go, baby. Lass uns gehen, flüstert sie. Ja gut, dann machen wir das. As you leave the hot tub, Eve speaks at least. Sag mal, Larry, du bist wirklich glücklich, mich zu sehen, oder? Ja, nun. Komm schon, Larry, setz dich hin. Passiert noch irgendwas? Muss ich noch irgendwas machen? Nein, das war's. 206 von 222 Punkten. Applaus, Applaus. Gratulation, Larry, du hast es geschafft. Du hast deine Jungfräulichkeit verloren und einen wunderbaren Sieg in der Sierra-Welt davongetragen. Ja. Jetzt wird uns noch der Programmierer vorgestellt, oder einer der Programmierer. Ladies and Gentlemen, Ken Williams. Das wird er wohl sein. Also die Idee ist wohl von L. Lowe und der Programmierer war Ken Williams. Oder ist Ken Williams. Und der, naja, schwört uns jetzt natürlich darauf ein, was so ein Computerspiel kann und dass wir doch ein paar extra Kopien von dem Spiel kaufen sollten, falls mal deren Diskkopierer wieder kaputt gehen sollte. Und ich glaube, jetzt erzählt er uns noch was zum Nachfolger, oder habe ich das jetzt gerade übersprungen? Und, ach ja, genau. We almost forget to tell you how well you played. Ja, ich denke mal, wir sind am Ziel unserer Träume. You played okay, I guess. Ja, das denke ich allerdings auch. Ja, und in Dank für Mark, Sandy, L, Mark, Jeff und Chris, Russ, Kim, Larry, Bob und so weiter und so fort, bedanken sich die Leute bei uns fürs Spielen und dass wir eine eigene Kopie des Spiels haben, denn was auch nett war beim Erstteil von Leisure Suit Larry, die haben mehr Lösungsbücher verkauft als Spiele. Komisch, oder? Merkwürdig. Love you, baby!